Hallo, meine lieben Freunde. Wow, voll gegen das Mikro gehauen. Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Lufia 2 Rise of the Sinistrals. Wir waren hier stehen geblieben. Wir müssen jetzt, das Elfenkind verfolgen. Und die Pläne zurückholen. Genau, ich war gerade überlegen, was wir hier noch machen müssen. Ich guck mal nach da hinten lang. Ob wir da irgendwas machen müssen. Ich muss meinen Sound leiser machen. Eieieiei. Ich glaube, wir müssen da unten lang gehen, oder? Hier lang gehen? Ich denke schon. Ja, hier auf dem Berg, denke ich. Genau. Berg ohne Wiederkehr. Oh, scheiße. Ich will aber wieder zurückkommen. Ah, hier ist nichts. Oh, Mann. Ich will wieder zurück. Kommen. Dim. Hier irgendwas drunter? Nope. Da war ja auch nichts. Okay, dann gehen wir in den Berg rein. Was ist der Berg, wo das schwerste Rätsel der Welt auf uns wartet? Ich bin mir nicht sicher. Wie war das denn? Genau. Erstmal so kurz machen. Dann. So, das reicht schon, glaube ich. Dann einmal das nach da schieben. Dann diese Säule hier vor und den dorthin. Dann können wir nämlich durch, genau. Ja, die Drachen dürfen uns nämlich nicht angucken. Die dürfen uns nicht sehen. Ja, ich glaube, das ist wirklich die Höhle mit dem schwersten Rätsel der Welt. Hey, Baum. Fighten wir mal gegen diese Chizos. Wow. Die sind aber... Ja, die sind relativ schnell besiegt. Das ist kein Ding. Kein Ding. Für einen King so ein Ding zu bringen. Wow. Der Spruch, oh mein Gott, krass, Zeit. Ja. Sorry. Da unten ist nichts, okay. Dim. Aber das ist noch ein Berg, noch ein anderer, auf einem anderen Berg. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir echt nicht sicher. Es könnte auch echt schon ein anderer Berg gewesen sein. Wie machen wir das? Ja genau, hier kommen wir nicht durch. Schieben wir den mal weg. Da kommen wir auch nicht weiter. Ne, da kommen wir jetzt auch nicht weiter. Hä? Ich glaube, ich habe irgendwas. Verhauen oder so? Ich bin mir nicht sicher. Dem. Als ob da jetzt einer im Weg ist, Alter. Wo wir jetzt gar nicht mehr langkommen können, glaube ich. Oh. Oh. Moment, ich glaube, wir sollten einmal kurz den Ursprungszauber einsetzen, denn ich glaube, ich habe hier irgendwie was verbaut. Damn. Okay, den müssen wir auf jeden Fall wegschieben. Den auf jeden Fall. Können wir zwei nach unten schieben, ne? Ja, wie es aussieht schon. Können wir den einfach mal dahin schieben? Da müssen wir eh nicht lang gehen. Kann ich schon mal den auch nach unten schieben ein. Dann lassen wir das erstmal so. Jetzt kann ich hier durch, genau. Da komme ich noch nicht lang. Das war schlecht, glaube ich. Ich glaube, das war ein Fehler. Ja, ich glaube, das war ein Fehler. Verdammt, okay. Und das gleiche noch einmal machen. Ich hatte damit angefangen. Das nach da. Den nach da. Den ebenfalls nach unten. Dann können wir jetzt hier lang. Dann würde ich sagen, machen wir das erstmal so, dass wir hier lang gehen.
Den einmal ein höher schieben. Und gucke mal, wie wir jetzt hier lang kommen. Moment. Komme ich hier oben lang? Ne, das ist der im Weg, ne? Ja, genau. Und der hier. Und der hier. Der ist auch im Weg noch. Den müssen wir noch irgendwie wegkriegen. Wenn ich den nach unten schiebe, ist das irgendwie sinnlos? Ist es sinnlos, wenn ich den hier wegschiebe? Schieb den mal einen nach da. Den mal nach da, genau. Und den jetzt komplett weg. Jetzt komme ich auf jeden Fall aus der Tür raus, okay? Okay, dann hätten wir das schon mal. Dann könnte ich jetzt aber mit dem hier oben, mit dem auf jeden Fall, irgendwie da hin oder so. Shit, obwohl das wahrscheinlich auch ein Fehler war gerade. Hier komme ich auch nicht mehr hin, shit. Hier komme ich ja noch lang, genau. Den kann ich noch ein bisschen weiter nach unten schieben. Könnte ich zumindest. Ja, noch einen könnte ich den nach unten schieben. Dann könnte ich den noch einen nach unten schieben, genau. Den ja eigentlich noch einen. Aber das bringt mir nichts. Wenn ich den noch einen nach unten schiebe, dann komme ich hier nicht weiter. Das bringt mir herzlich wenig. Stehen irgendwie noch. Oh Gott, ey, das ist nicht mal das Rätsel, was ich eigentlich meinte. Okay, hier habe ich mir, glaube ich, auch komplett verbaut auf der Seite. Din, din, din. Okay, Moment. Vielleicht muss man aber auch von hier einmal raus und wieder rein. Nein, von hier aus können wir auch nichts machen. Okay, gut. Da müssen wir das Rätsel irgendwann anders lösen. Gargoyles, okay, auf keinen Fall. Da würde ich sagen, klatschen wir mal diese Gargoyles weg. Auch ein Schädelhieb klingt auch hier ganz nett. Und mach du mal einen Ton. Aquater. Sieht ja aus wie Stein. Gargoyles. Also, okay. Nein, war's nicht. Hi, Schädelhieb macht aber schon. Was? Die sind noch nicht besiegt nach einem Schädelhieb und einem Götterschlag. Alter. Halbe Bosse hier. Uiuiui. Ui. 600 Damage. Ein Beben, oh ja. Wusch. Immer noch nicht besiegt. Alter Vater, was ist denn mit euch? Mach mal einen Ninja. Auf den. Dim, 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 dim. Dim, dim. Wow, Selan macht Damage. Din, 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 din. Din, 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 din. Oh, diese Musik ist einfach so schön. Ah, Ninja One-Hitted. Vielleicht. Also, wahrscheinlich gibt es auch so eine so und so viel prozentige Chance, dass das One-Hitted. Aber nice. Auf jeden Fall nice, ja. Nein, 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 nein. Ja, er ist nicht besiegt. Gut. Hoi. Schönes Damage. Auf jeden Fall. Ja, jetzt müsste der auf jeden Fall besiegt sein. Selans 300er Damage. Und jetzt kommt nochmal ich mit 200. Ja, super. Geht es dir gut? Ihr habt mich... was? Ich habe euch nicht gebeten, mir zu helfen. Ihr seid... Ja. Das ist Artie.
Keiner weiß, ob das ein Kerl oder ein Weib ist. Kann sein, dass es mittlerweile rausgefunden wurde. Ich weiß es nicht. Und ich habe keine Stimme für ihn, oder? Duppler, hör sofort auf damit. Arti. Wie redest du mit den Leuten, die dir das Leben gerettet haben? Aber Arti, sie waren gerade dabei, wieder ein Schiff zu bauen. Das Labor leitet seinen Abwasser in das Meer und verpestet die Umwelt. Hast du deswegen die Pläne gestohlen? Egal, warum du es getan hast, stehen es falsch. Moment mal! Bist du dir bei der Sache mit dem Abwasser sicher? Was? Du wusstest nichts davon, dass das Labor die Umwelt verpestet? In der Stadt blüht keine einzige Blume mehr. Das reicht jetzt, Duppler. Gib ihnen diese Pläne sofort zurück. Aber Archie, dann werden sie einfach weitermachen. Erzwungene Einsicht hat keinen Sinn. Sie werden sich nur ändern, wenn sie das Problem selbst sehen. Hier habt ihr die Pläne zurück. Warte! Ich werde, sobald ich wieder da bin, Potravia in ein Blumenmeer verwandeln. Es dauert vielleicht eine Weile, aber ich tue es. Das verspreche ich dir. Du meinst... Ja, ich werde die Maschine so umbauen, dass die Umwelt keinen Schaden mehr nimmt. Das willst du wirklich tun? Selbstverständlich. Ich werde dir beweisen, dass ich wirklich ein Genie bin. Ja. Wenn die Stadt wieder voller Blumen ist, lade ich dich ein, mich zu besuchen. Und ich werde dir einen großen Blumenstrauß schenken. Ist das in Ordnung so? Nur wenn die Stadt wirklich zu einem Blumenmeer wird. Danke. Ich gehe sofort zurück in die Stadt und fange an, daran zu arbeiten. Toki, wir sehen uns, Potravia. Yo, machen wir, Alexis. Da sind die schlechte Nachrichten. Was ist los? Eine seltsame Lichtkugel ist über unserem Dorf erschienen. Das Licht ist voll mit böser Energie. Ich glaube, das ist unglaublich stark. Das klingt irgendwie bekannt. Wirklich, was ist es denn? Das ist der Höllenfürst der Zerstörung. Ihr solltet sofort zum Dorf zurück, wir gehen mit. Aber ich kann doch keinen Menschen in mein Dorf mitnehmen. Wieso haben wir jetzt wirklich keine Zeit? Geh oder deine Leute werden alle tot sein. Also gut, ich werde uns hin transportieren. Warp. Warp. Hati, das Licht kam... ummantelte Twixer und verschwand mit ihr. Was? Meine Mutter? Ist das jetzt ein Kerl? Weiß nicht. Wir konnten das nicht verhindern. Alles ging so schnell. Wohin ist das Licht geflogen? Es flog direkt zum Weihetempel. Zum Weihetempel? Das muss vorher geplant gewesen sein. Was ist der Weihetempel? In dem Tempel gibt es mystische Steine. Nur Twixer kann den Tempel öffnen. Das hört sich nicht gut an, Doki. Gar nicht gut. Ich weiß. Arti, wo ist der Tempel? Ohne Elfen kommt ihr nicht in den Tempel. Überlass das lieber mir. Du wirst uns brauchen, auch wenn du uns Menschen nicht magst. Wir müssen zusammenarbeiten, um Armon besiegen zu können. Nur als Team haben wir eine Chance. Wir reden zu viel. Wir sollten uns lieber sofort auf den Weg machen und Twixer retten. Also, wo ist der Weihetempel? Im Südwesten. Bis wir Twixer gerettet haben, kannst du uns anführen. Auf in den Kampf! Arti schließt sich an! Nice! Ich würde aber eigentlich gerne nochmal zu dem Dings zurück. Cool, wir dürfen kostenlos übernachten, weil wir Menschen sind. Geil. Ich würde nochmal zu dem Berg zurück. Da war nämlich, soweit ich weiß, eine ganz gute Waffe für Dings, für Seeland drin. Duplex-Klinge Dreizack. Oh! Ja! Guy, nimm ihn. Nimm ihn in die Hand. Ich würde hier Arti. Erstmal normal ausrüsten. Estok, okay, kann er nichts von tragen. Kettenpanzer? Nein. Haben wir nichts. Alter, was hat Arti denn für eine Bewegung? What? Heilige Scheiße! Also Bewegung braucht er erstmal nicht mehr. Definitiv. Ich weiß nicht, so ein Samu-Juwel oder so klingt ganz geil.
Ja, ich glaube, er kriegt so diese... Alter, der Vater. Heilige Scheiße. Er gönnt sich auf jeden Fall richtig. Wer braucht das am meisten? 45? 23? Okay, 23. Dann kriegt Doki. Das noch schnell. Was haben wir hier denn noch so? Metallkutte macht nichts. Um 10 und um 12 ist jetzt nicht so gut. Abendkleid um 5 und KP werden komplett aufgefüllt. Ah, super Robe. Was macht die? Goldband. 4. 14 und 14. Goldschild. Was könnte man sich gönnen? 12. Ja, ich glaube, Goldschild wird sich gegönnt. Oh, mehr können wir nicht, okay. Mann, ist das teuer geworden alles. Shit, shit, shit. Speichern gehen wir jetzt nicht, einfach aus Prinzip nicht. Und wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn? Okay, da ist der Dings. Okay. Ja, gönn dir. Dann gehen wir zum Weihtempel. Zack. Ja, geht. Marty sieht so aus wie so ein Dicker in nicht so kräftig und mit weniger Haaren. Find ich. Oder? Seht ihr das anders? Ich weiß nicht, ich finde das sieht schon so aus. Wie oft greift er denn an? Dreimal, Alter. Na, 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 na. Aber wir sind ganz gut im Level dabei. Artie ist jetzt Level 38. Ich denke, das ist okay so. Dass wir auch Level 38 sind. Ich denke, das ist in Ordnung. Wieso habe ich eigentlich gegen die gefightet? Ich hätte doch einfach... flüchten können. Zack, zack, zack. So, gegen die fight ich jetzt aber. Exenprinzen, okay. Habe ich gar nicht geheilt? Ist doch geil geheilt, oder nicht? Moment. Egal. Aber alter Vater, dass Artie halt so eine mega krasse Bewegung hat, ne? Das ist unglaublich. Das ist echt, echt geil, muss ich sagen. Erstmal anders hinsetzen. Ja. So. Okay. Dim, dim. Dim, dim. Dim. Los, lasst uns besiegen diesen Hexenprinzen, Mann. Er ist besiegt. Nice. Eigentlich will ich gegen diese Blumen ja nicht kämpfen, ne? Wir machen mal einen Satan-Biss. Wir machen mal einen Ninja. Normalen Angriff und normaler Angriff. Artie macht halt keinen Damage bei dem Viech, ne? Hoffen wir mal, dass Ninja von Gaia einfach wirkt. Und... schade, kein Insta-Kill macht. Was ist denn mit dir? Liebeswürger, ja. So siehst du auch aus, Alter. Deine Tentakeln will ich nicht in mir spüren. Bah. Schön. Zack, 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 zack. Alter, Geist immer noch nicht voll. Was hat denn Artie eigentlich so für Zauber? Wapert auf jeden Fall. Wailer! Donner, Phoenix, Frostfield, Rache, Champion. Ah ja, okay. Sind schon mal interessante Dingensinsen. Oh nee. Och nee, das ist ja. Och nee, das ist ja der Tempel. Och Gottchen. Mhm. Das ist ja der. Lass mal erstmal kurz hier rüber gehen. Und die Treppe hier. Ich glaube, da oben ist nichts. Und wenn doch, ja, ich wollte nicht nachgucken. Zack, dorthin. Dann jetzt mal dahin. Und dann schieben wir den jetzt mal einfach nach hier. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber man kann es ja mal versuchen, ne? Man kann es ja mal versuchen. Wir gehen jetzt hier rüber, genau. Von da aus kann man nur da runterspringen, okay. Die würde ich mal sagen, müssen wir da hinschieben.
Uns darüber zu ziehen bringt uns auch nichts. Darüber auch nicht? Moment mal. Wir müssen hier runterspringen. Okay, ja, dann gehen wir einfach mal noch einen anderen Weg. Wir haben uns ja eben darüber gezogen, ne? Genau, dann ziehen wir uns jetzt mal nach da. Und nach dort. Und kommen wir nach da drüben? Ja, tun wir. Aber es war nicht vonnöten. Okay, machen wir das gleiche nochmal. Nein, ich muss den Part beenden. Egal, ich will die linke Seite jetzt nochmal kurz abschließen. Zack. Dann hier hoch. Das hier ist sie richtig, wie es aussieht. Okay, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder, Leute. Haut rein.